Am Dienstag haben die Neuss-Düsseldorfer Häfen das von ihnen beauftragte Verkehrsgutachten für den Reißholzer Hafen präsentiert. Eine Kernaussage ist, dass die Infrastruktur rund um den Reißholzer Hafen für einen geplanten Ausbau ausreichend ist. Ein Ausbau würde zudem dazu führen, dass der Lkw-Verkehr im Düsseldorfer Süden insgesamt abnimmt, da mehr Güter über den Wasser- und Schienenweg transportiert werden könnten. Reißholz ist heute schon ein Hafen und war schon zu früheren Zeiten ein Hafen. Ihm fehlt eine wichtige Komponente und das ist ein Containerterminal. Das haben wir jetzt mit vorgesehen, in die Projektidee eingebracht. Und wir wollen ein solches Containerterminal dann auch modular aufbauend für die Kapazitäten bereitstellen, die der Markt nachfragt. Zusätzlich zum Verkehrsgutachten wurde auch ein mögliches Hafenlayout vorgestellt. Ein erster Entwurf beschreibt eine Minimal- und eine Maximalvariante eines möglichen Hafenausbaus. Noch vor der Sommerpause wird es eine erste Öffentlichkeitsbeteiligung geben. Zudem folgt noch eine Machbarkeitsstudie, in dessen Rahmen auch die Umweltverträglichkeit geprüft wird. Die Düsseldorfer Stadtbüchereien haben am Mittwoch einen Bücheresel geschenkt bekommen. Hinter dem verbirgt sich ein Bibliotheksfahrrad. Das Lastenfahrrad ist mit Kinder- und Jugendbüchern bestückt und kann flexibel im Stadtgebiet eingesetzt werden, um für die Büchereien zu werben. Zusätzlich kann an den Bücheresel direkt Literatur ausgeliehen oder spontane Anmeldungen angenommen werden. Es ist natürlich auch für uns so, auch wenn wir sehr, sehr viele junge Kundinnen und Kunden haben, wichtig, einen Eyecatcher zu haben, etwas ganz Besonderes zu haben, was andere dann letztlich nicht haben. Und es ist eine tolle Sache, wenn man im Schwimmbad neben der Eisdiele oder dem Eisverkäufer mit dem Lastenfahrrad stehen kann und dann wirklich am Ort nicht nur für die Bücherei werben kann, sondern auch ganz praktisch schon was ausleihen kann. Die ersten Einsätze wird der Bücheresel schon bald beim Bücherbummel auf der Kö und beim NRW-Tag im August haben. Auch im Rahmenprogramm des Grand Départ wird das Bücherfahrrad dabei sein. Die Aktion Blühendes Düsseldorf verbucht in diesem Jahr einen neuen Rekord. Insgesamt 488 Blumenkübel werden im gesamten Stadtgebiet aufgestellt. Durch die bunt bepflanzten Kübel sollen in Düsseldorf viele kleine blühende Oasen geschaffen werden. Alleine 300 Blumenkübel wurden durch das Gartenamt der Stadt Düsseldorf bepflanzt. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt von Pro Düsseldorf und dem Gartenamt hier der Stadtgärtnerei. Und es geht letztendlich um ganz klassischen Blumenschmuck, wie man ihn schon immer kannte, also Zierschmuck, Zierpflanzen, saisonale Bepflanzung. Unter anderem wurden Geranien, Wandelröschen und Fächerblumen in die Kübel gepflanzt. Auch 4 private Gartenbaufirmen beteiligten sich an der Pflanzaktion. Das Ergebnis ist jetzt an verschiedenen Punkten in den Stadtbezirken zu sehen. Am Donnerstag ist der Stadtrat zu seiner 17. Sitzung der laufenden Wahlperiode zusammengekommen. Unter anderem sprach man sich dafür aus, das Dominikus-Krankenhaus erhalten zu wollen. Die Fraktionen von SPD, CDU, Grünen und FDP setzen sich dafür ein, den Standort zu stärken, damit die Arbeitsplätze gesichert werden. Die Klinik in Düsseldorf-Herth ist von einer Insolvenz bedroht. Auch beim Projekt U81 zwischen Freiligradplatz und Flughafen gab es Neuigkeiten. Mitte 2017 soll ein Planfeststellungsbeschluss vorliegen, der die rechtliche Grundlage für den Bau einer Brücke vorsieht. Die nächste Ratssitzung findet am 7. Juli statt. Oberbürgermeister Thomas Geisel hat am Freitag den deutschen Tischtennismeister Borussia Düsseldorf im Rathaus empfangen. Die Mannschaft von Trainer Danny Heister gewann am 22. Mai im Finale um die deutsche Meisterschaft in Frankfurt mit 3:1 gegen den 1. FC Saarbrücken. Mit dem Sieg holte das Team um Kapitän Timo Boll den insgesamt 28. Meistertitel. Immer schön, ja, als mit einer Mannschaft dann zu feiern, sich zu freuen mit dem gesamten Team. Gerade auch die letzten 2 Jahre waren extrem spaßig, auch vom Team her. Wir haben uns super verstanden, auch privat viel unternommen. Und wenn das dann auch erfolgreich endet, ist das dann auch wirklich ja, was Besonderes. Der Titel 2016 bedeutet gleichzeitig einen Meisterschafts-Hattrick. Auch der Pokal der Deutschen Tischtennisliga ging in diesem Jahr in die Landeshauptstadt. Mit insgesamt 66 Titeln ist Borussia Düsseldorf die erfolgreichste deutsche Tischtennismannschaft.